Then out of the attack, he gets more power and becomes the chancellor of the Galactic Senate because the Galactic Senate failed to act. He becomes very popular. Then he stages foreign armies to attack that he's funding covertly. The core system, the capital planet, and out of that he gets martial law and becomes the emperor. It's very simple for you to understand. Die Pläne des Todessterns wurden gestohlen und gelegt. Doch sie mussten die ersten zu Prinzessin Leia bringen, versuchen, Obi-Wan Kenobi zu bringen, absolut Skywalker. Und sie mussten immer noch ab in die X-Wings, um dann den Todesstern wegzupusten. Einen Monat nachdem die Dokumente aufgetaucht sind, holten sie den Todesstern runter. Doch es gab immer noch eine gigantische imperiale Flotte mit Supersternzerstörern da draußen, die Probleme verursachten. Der Oberboss der Supersternzerstörer wurde zerstört und der Imperator, wenigstens der des Klimaschwindels Al Gore, wurde einen Minenschacht darunter geschmissen und ist explodiert. Ha, es ist Zeit für die Ewoks zu tanzen und zu singen. I mean, this is time for Ewoks to be dancing around and singing and... Ja, herrlich, oder? Ja, es gibt Grund zu feiern, denn die Tage dieses verrückten Systems sind gezählt. Ja, und das liegt alles nicht nur allein mehr in unserer eigenen Hand, sondern, ja, ich sag mal, Stichwort Macht. So, der Anfang war vielleicht etwas verwirrend, doch die Story selbst von Star Wars, jedenfalls von den Prequels, die wird noch im Laufe dieses Videos eindeutig. Und die Zusammenhänge mit der Gesellschaft, in der wir heute leben, ebenso. Genau. Also, bei mir persönlich ist Star Wars etwas ganz Besonderes. Also ich habe so mit 6 Jahren davon mitbekommen, denn mir wurde einfach, das wurde mir gezeigt, es flog mir zu. Ja. Und ich bekam Spielsachen, so ein X-Wing von Micro Machines oder so, die heute, was weiß ich, wie viel wert sind. Auf jeden Fall gibt es die neu im Internet für, keine Ahnung, 30 Euro oder so. Damals war das natürlich ein bisschen günstiger. So, und das hängt bei mir jetzt auf dem Balkon und fliegt da rum im Wind. Denn es ist symbolisch, einfach schön. Ja, wer kennt das nicht, wenn der Todesstern zerstört wird von den X-Wings, von den Rebellen, die mit dem System einfach kurzen Prozess machen, weil sie aufstehen und sich bewegen auch, weil man auch nur so wirklich seine Ziele erfüllt, wenn man, also es gibt da, ne, die Realität und es gibt da einen Traum und um beides zu verbinden, muss man halt in Aktion treten. Genau. Und dazu möchte ich jeden nur ermutigen und ermuntern, weil es ist Partytime. Die Menschheit erwacht wie ein Löwe aus dem Schlummer. Und die Menschheit ist wie bei Star Wars die Rebellion. Wir sind einfach viel, viel mehr als das Imperium. Und wir haben nicht diese Vorsätze und Richtlinien wie ja eben diese Bürokraten und Ausnutzer des Gehorsams der Mehrheit, der Massen. Ja, und dazu wird auch gleich noch George Lucas höchstpersönlich noch was sagen und eben Alex Jones heißt der von Infowars.com, der das eben ziemlich weitläufig recherchiert hat, denn er ist Journalist. Und sowas Ähnliches mache ich hier gerade auch, also wundere dich nicht über die Stimme, die hier gerade spricht von persönlichen Erfahrungen mit Star Wars.
Ja, es gibt übrigens viele Zusammenhänge zwischen der Welt, in der wir leben, und Star Wars. Dazu wie gesagt noch mehr. So, jetzt möchte ich kurz, einfach kurz anmerken, und das mache ich, Star Wars ist ein ehemals geheimes Programm der US-Regierung für Waffensysteme im Weltall, also Satelliten, die zum Beispiel, ja, klingt jetzt komisch, aber zum Beispiel Laser schießen können auf jeden Punkt der Erde. Und man kann auch vom Weltall tatsächlich mit Satelliten Nummernschilder lesen. Wollte es nur mal sagen. Und dann suchen die jahrelang Bin Laden, das war irgendwie unlogisch. Und dann gibt es keine Leiche, hä? Da ist ja, erinnert mich ein bisschen an 9/11. Aber ist okay. Ich möchte euch jetzt etwas erzählen über die Jedi und die Sith. Die Jedi sind sozusagen die Hüter des Wissens und sie vertrauen auf die Macht und sozusagen die Liebe. Denn die Liebe ist alles. Die Liebe verbindet alles, Leben und einfach alles, was existiert in der Galaxis. Und dem kann sich einfach niemand kann sich dem entziehen. Nur man kann es einfach verdrängen und vergessen und ignorieren. Und was dabei rauskommt, das sehen wir nicht nur in den Filmen. So, unendliche Liebe ist die einzige Wahrheit, alles andere ist eine Illusion. Darum geht es hauptsächlich. Der Rest spielt sich eben ab, ist eben die Story, wie auch im echten Leben. So, womit fange ich an? Sith oder Jedi-Kodex? Mit dem Jedi-Kodex. Da gibt es mehrere Varianten. Ich fange mal an mit dem Daseinskodex. Einfach mal zuhören und auf der Zunge zergehen lassen. Die Jedi sind die Friedenswächter der Galaxis. Sie nutzen ihre Kraft zur Verteidigung und zum Schutz anderer. Nie jedoch zum Angriff. Die Jedi achten alles Leben in jeder Form. Die Jedi dienen, anstatt zu herrschen, zum Wohle der Galaxis. Die Jedi streben nach Vervollkommnung durch Wissen und Ausbildung. Ja, wenn das nichts ist, da könnte man sich mal ein Beispiel dran nehmen, in dieser heutigen Welt auch. Und der Moralkodex, den gibt's auch noch. Allerdings, es ist nicht die Stärke in der Macht, die einen Jedi in seiner Vollkommenheit ausmacht, sondern einzig das richtige Verständnis und die moralische Interpretation des Kodex können einen Anwender der Macht von der dunklen Seite fernhalten. Okay, da gibt es eine bedeutende Passage und jeder Jedi muss sie auswendig kennen, diese Passage aus dem Kodex. Gefühle gibt es nicht, Frieden gibt es, Unwissenheit gibt es nicht, Wissen gibt es, Leidenschaft gibt es nicht, Gelassenheit gibt es, Tod gibt es nicht, die Macht gibt es. Okay, mit der Macht ist hier mehr so die Schöpfungskraft gemeint. Ja, also die Liebe, mit der man wirklich Sachen bewegen kann. Zum Beispiel, die bewegen immer so Kisten oder irgendwas in der Luft, die können voll hochspringen und machen so crazy Sachen, die ich auch gerne mal machen würde. Also ich würde gern manchmal, habe ich so das Gefühl, ich will mit einem Laserschwert in den Bundestag und dann mal kurz einen Prozess, gerechten Prozess machen. Ohne viel korrupte Scheiße hin und her, so wie bei Star Wars. Naja, vor allem mündlich wird der Kodex gelegentlich in differenzierter Form wiedergegeben. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Und hinter den Kulissen gibt es dann noch eine veränderte Form, die lese ich auch noch vor, weil die etwas ausführlicher ist. Es gibt keine Gefühle, es gibt Frieden, es gibt keine Unwissenheit, es gibt Wissen, es gibt keine Leidenschaft, es gibt Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, es gibt Harmonie. Es gibt keinen Tod, es gibt nur die Macht. Also es gibt kein Chaos, es gibt nur Harmonie. Nicht nur, aber es gibt Harmonie. Darum geht's, das zu verstehen. Die Philosophie. Ja, wie gesagt, George Lucas ist gleich auch noch dran und erzählt was dazu ein bisschen, ja. Damit ihr ein bisschen den versteht, den Sinn des Videos. Aber ich bin ein totaler Star Wars Fan, ne? Vielleicht merkt man das. Ich lese das hier auch gerade von Jedipedia. Auswendig kann ich den Kodex leider nicht. Aber jetzt kommen wir zum nächsten, zum Sith-Kodex. Die Sith repräsentieren in den Filmen ja das Dunkle und die Dunkelheit. Die vergessen gerne sich selber. Also darauf zu achten, was sie fühlen und denken, sondern sie nehmen alles an, alle Wut und lenken das so, damit sie selbst daraus profitieren und nur sie selbst. Darum geht's bei denen. Und nicht wie die Jedi, die das, die Liebe sozusagen als höchste stellen und Mitgefühl und so weiter.
und darauf achten, was sie denken und fühlen, damit sie eben ihre Taten somit kontrollieren können. Nicht so wie die Sith, okay? Da gibt's auch mehrere Varianten. Ich mach's mal kurz. Es gibt keinen Frieden, nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Kraft. Durch Kraft erlange ich Macht. Durch Macht erlange ich den Sieg und werde dorthin geführt. Durch den Sieg zerbrechen meine Ketten. Die Macht wird mich befreien. Okay, die Ketten? Welche Ketten? Es klingt ja erstmal positiv, die Ketten zu zerbrechen. Okay, aber welche Ketten? Einfach die Ketten der Selbstkontrolle. Denn die Sith ist wie im echten Leben, ja. Sith, die scheißen drauf, ob das jetzt anderen schadet. Die zerbrechen die Ketten der Selbstbeherrschung und so weiter. Die haben zwar einiges drauf durch die Macht, die kann jeder nutzen. Die ist einfach so wie Gott, so wie Bewusstsein, einfach vollkommen frei erhältlich. Sie ist da, weil alles existiert daraus, klar. Nur wie man sie einsetzt und mit welchem Intent, mit welcher Intention, mit welchen Gedanken dabei, das ist eben die Sache, die das Leben ja ausmacht. So, und dann wird ja der doofe Todesstern zerstört, was super ist, denn dann wird ja gefeiert. Und das sollten wir vielleicht auch mal tun. Kleiner Hinweis noch am Rande. Hier, viele Namen in der Saga, die sind auch sehr anspielungsweise verpackt. Zum Beispiel Jar Jar Binks oder Qui-Gon Jinn oder ja, einfach Yoda, fast wie Yoga und so. Also da stecken Worte hinter oder Anakin auf Englisch. Wer Englisch kann, wird es verstehen. So sozusagen der Abtrünnige. Etc. Also, okay. Jar Jar ist zum Beispiel Jar, ist sozusagen eine Gottheit, Yahweh oder so. Repräsentiert einfach nur die Liebe, so das Wort selbst, und dann wurde das von George Lucas ausgewählt. Das ist einfach nicht irgendwie jetzt, oh, ich denke mir was aus, meine Güte, ich mache jetzt einen Film, um Kohle zu machen, Hollywood. Da geht es um mehr. So wie in anderen Filmen, aktuell jetzt im Kino und so weiter auch. Dazu vielleicht an anderer Stelle mal mehr. Jetzt rede ich hier schon 10 Minuten, ich will es nicht übertreiben. Der Mond bei uns, vielleicht ist das ja auch eine Basis. Guckt euch das mal an. Ist da irgendwie vielleicht auch ein Zusammenhang zwischen unserem Mond und alter Folklore, wo es die berichten komischerweise teilweise, es gab keinen Mond vorher und dann kam irgend so ein Gott in Anführungsstrichen und hat das dahin gemacht und seitdem läuft auf der Erde einiges anders. Ist schon wieder irgendwie ein bisschen wie bei Star Wars. Aber dazu müsst ihr euch vielleicht selber mal ermutigen, etwas zu recherchieren und so. Denn das würde ein Jedi, glaube ich, auch tun. Und ein Sith würde einfach drauf scheißen und ja, alles mitmachen, was irgend so eine Oberheit da quatscht, nonstop. Und das eigene Ego. Doch da können wir uns erheben und die Menschheit erhebt sich derzeit jetzt. Es werden immer mehr, die sozusagen aufwachen und so wie aus dem Imperium und dann zu Rebellen werden innerlich und auch äußerlich in ihren Taten. Also müsste man drauf achten. Vielleicht klingt das für euch ganz neu und verrückt, aber wer Star Wars, wer das Video guckt, ist sowieso ein bisschen verrückt, aber das im positiven Sinne, weißt du? Verrückt, so macht nicht alles, was die anderen auch machen, sondern na, hat irgendwie seinen Spaß dabei, so wie ich gerade auch. Sonst würde ich das gar nicht machen. Ja.